Dann herzlich willkommen zurück. Tja, hier sind wir bei Monolithen. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum mein Jetpack nur noch in eine Richtung funktioniert. Ja, Felder mitgenommen. Veredelte Fasern. Auch nicht schlecht. Oh. Ich komme da nicht rauf. Alter. Ja, kommt da nicht rauf. Ja, schon besser. Kampf hier gegen die Beobachter. So, zwei Hammer. Oh, der lasert ganz schön. Aber die scheinen nicht passiv zu sein. Nein, überhaupt nicht. Ganz schön runter ins Auto. Aber ganz, ganz schnell. Mal kurz zu Decken fahren. Ich habe noch 30 Schuss, das muss reichen. Wer weiß, wie viele Gegner noch da vorne sind. Hammer, Hammer, Hammer. Drohne ist auch noch da von mir. Sehr, sehr gut. So, Drohne schnell selbst zerstören, damit der Skill da runter geht, damit hier ganz schnell was machen kann. Ich hoffe, dass ich ganz schnell irgendeinem von mir wiederbeleben kann. Komm schon. So ein Gegner so als erstes leben, wenn es geht. Komm schon. So, die im Hammer. Sehr gut. Vielleicht die Wetter. Ich weiß nicht, wo der ist, der Gegner. Aber zu dritt macht es viel mehr Spaß, als wenn man alleine da antritt. So, Taktik ist klar. Mit der Drohne ablenken. Schwächen. Schild überladen. Kurz dann und down machen. Geschafft. Oh, da war ein schon schwer. Das war schwierig. Puh, aber geschafft. Alles geschafft. Ich muss das Interface benutzen, das dieses Ding steuert. Das war's. Ich wette, wir kommen darauf. Ich hoffe doch. Na? Nein, kommst du nicht. Halt dich doch da fester. Warum hältst du dich da nicht fester, Herr Kollege? Komm schon. Mach doch nicht.
Er macht's nicht. Er macht's einfach nicht. Error. Oh mein, das war das andere Ding. Ich soll mal wieder nach Vergnügen suchen, Lex, die sind da oben. Ich registriere eine starke Reliktverschlüsselung, Pathfinder. Um fortfahren zu können, müssen Sie sie aufheben. Das war's. Da rutschen wir hier ganz nach unten. So Mist. Dann nochmal. Ich dachte, ich müsste hochklettern. Anscheinend nicht. Der kommt auch nicht raus, so richtig, wa? Oh, die Hammer. Jetzt nur noch hier rauf. Er hält sich da aber auch nicht fest. Das ist bescheuert. Das Spiel hat immer nur ein, zwei Bugs. Leider. Und einer dieser Bugs ist eben, ja. Ich meine, noch nicht mal mein Vorwärtssprung funktioniert. Total beknackt. Ah, shit. Darf nur ganz kurz eins, mal ganz kurz speichern. So, speichern. Kurz ins Hauptmenü gehen. Wie kommen wir schnell ins Hauptmenü? Das ist nur Desktop. Spiel laden. Einfach nur ganz schnell Spiel laden. Müsste ja passen, dann sind wir nämlich genau an derselben Stelle. Und dann sollte das dann auch funktionieren, dann hält er sich A fest, beziehungsweise ja, sollte mein Vorwärtssprung eigentlich funktionieren. Schauen wir mal ganz kurz. Oh, oh, da ist es gerade abgeschmiert. Ganz klein Moment. Das haben wir gleich nochmal. Wo ist es? Mass Effect Andromeda. So, ist gleich alles wieder da. Ganz kleiner Moment. Ja, ein bisschen blöd. Kann man gerade nichts machen dagegen. Ist wohl gerade abgeschmiert. Das ist passiert auch ganz gelegentlich. Das ist, ich habe, wie gesagt, ich habe dieses Spiel schon einmal durch. Ich weiß in etwa, was ich machen muss. Und ja, das sind halt so ganz kleine Bugs. Die sind nervig, durchaus. Aber es sollte jetzt eigentlich auch schon losgehen. Ah, das ist es. Es kommt. Oh je, oh je, oh je. Das ist schon BioWare. Ja, schon geht's halt weiter. Ja, wir kommen kurz auf meinen Desktop. Oder kurz von mir ins Steam drin. So, und einfach nur fortfahren. Weil damit bin ich dann immer noch kurz vor den Monolithen. Sollte dort die letzte Glyphe bekommen und dann muss ich dann ein bisschen, ja. Rätseln, das ist. Ich meine, die Kämpfer auf Wahnsinn. Ich wollte es damals im Stream, auf, damals, erst vor ein paar Tagen, als es vorher rauskam, wollte ich gleich auf Wahnsinnig durchspielen. Hatte arge Probleme gehabt, gerade gegen die KI. Habe es dann auf Normal durchgespielt und der Schluss wird. Das sehe ich jetzt schon. Das ist. Aber. Die Kämpfe, mit denen komme ich jetzt langsam klar und ich probiere jetzt einfach mal eine andere Kombi, nämlich die Kombi des Engineers, welche ja gar nicht mal so schlecht ist, bisher zumindest. Immerhin, ich tue ganz schön schnell die Feinde kurz lahmlegen für ein paar Sekunden und kann sie immer noch ablenken. Kurz was testen. Ja, da vordere Schuss. Ich muss das wieder. Interface benutzen, das dieses Ding steuert. Ja, schon hält er sich fest. Schon macht das. Das sind so die kleinen Bugs von Mass Effect. Aber das macht ja nichts. Damit müssten die Glyphen vollständig sein, Pathfinder. Hier kann man doch etwas scannen. Aber was soll man denn hier bitte schon oben scannen können? Und hier kann man nichts weiter scannen. Hier kann man nicht scannen, hier kann man nicht scannen. Man kann hier nichts weiter scannen. Lexi! Diese Konsole ist durch eine Reliktverschlüsselung geschützt. Jetzt geht das los. Nämlich das Knobeln, das ist eine Art, wie sagt man, Sudoku. Und das ist schon ein bisschen, ja, fies. Man muss immer drauf gucken, dass das ja nicht doppelt ist. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, wie was reinkommt. Wir werden wahrscheinlich das ein oder andere Fehler passieren, weil ich bin nicht gerade der Beste in solchen Spielen. Ja, ich hasse solche Rätsel, ganz ehrlich. Nein. Das ist schon doppelt.
Ist noch nicht doppelt, sehr, sehr gut. Den haben wir schon. Den haben wir auch schon. Den ja auch, bleibt nur er. Wo nochmal, das ist doppelt. Das ist in der Reihe zumindest nicht doppelt, hier auch nicht. Und das könnte es auch schon gewesen sein. Erfolg! Ganz schnell easy. Perfekt. Wir sind... Achtung, Landungsschiff im Anflug. Erledigt. Die Monolithen sind online und verbunden mit... Etwas im See? Das könnte der Hauptschalter sein, den wir suchen. Wir treffen uns dort. Unternehmen Sie nichts ohne mich. Denn das ist das Problem bei den Kämpfen. Die KI hat es nämlich nur auf mich abgesehen. Liam getroffen. Lass mal die Kleinen ausschalten. Liam. Ich verstärke den Schutz. Problem, kommt nochmal Gegner. Klasse. Keine Sorgen machen, Muni. Rechts haben wir, Einer weniger, wunderbar. Wenn es am Schluss nur ran ist, dann habe ich kein Problem damit. Das richtig, das Down ist sehr gut. Bilde ich mir das nur ein? Oder tauchen die Cat wirklich überall dort auf, wo wir Liktec finden? Nein, das ist definitiv keine Einbildung. Cat-Gesalbter. Ganz schön böses Vieh. Richtig bitterböse. Uiuiuiui. So, hier gibt's ein Glück Muni und ein paar Lebenspunkte. So, ab zum Auto. Ja, ich würde sagen, diesen Kampf haben wir definitiv gewonnen. Ab zum Auto. Wo ist es? Da habe ich geparkt. Irgendwo ganz weit dahin. Das ist nicht gut. Das ist sehr, sehr weit weg. Aber Lebenserhaltung hält zumindest. Und nur das ist positiv. So. Na ja, dann, auf zum Wasser. Dann gehen wir mal ganz schnell hin. So, parken wir ganz kurz hier, holen uns neue Lebenserhaltungssysteme. Dann kommt dann Außenposten hin, dann später. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Weil die nimmt dann später ab. Das ist jetzt schöner. Ich habe nie gedacht, dass es bisher ganz gut klappt, also auch die Schwierigkeitsgrad, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte gedacht, dass ich ja, 10, 15 Mal sterbe, aber bisher nicht einmal gestorben. Das ist, naja, doch im Tutorial halt, aber gut, okay, das ist ja auch das Tutorial. Da kommen ja mal die Fertigkeiten rum. So. Oh, sieht aus, als würde die Folge ein bisschen länger werden, aber
diesen Anblick genießen wir jetzt definitiv, der jetzt gleich kommt. Ich muss mal ganz kurz den Quest aktivieren, damit ich weiß, wo es lang geht. Die Station der Forschung finden. Sphärenmodell. Nein. Benennung der Toten. Wissenschaftler. Steine klopfen. Nein, 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 nein. Machen wir besser mit die Karte. Das Geheimprojekt. Ein besserer Anfang, genau. Da muss ich hin. Wie gesagt, das Geheimprojekt machen wir mal jetzt lieber noch nicht. Ist bis jetzt noch nicht schaffbar. Da, etwas kommt aus dem See. Oh, wow. Das haben wir getan. Es öffnet sich. Ich sehe eine Tür. Vorwärts. Ein wirklich beeindruckender Auftritt. Wow, es bildet sich eine Brücke. Wenn das keine Einladung ist. Hoffentlich ist sie sicher. So, hier ist nicht Liara. Diese Dinger kamen aus dem Wasser. Irre, oder wie groß sie sind. Wahnsinn. Und hier geht's rein. Ins Innerste. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Keine Strahlungswerte. Das ist, ja, jetzt habe ich nochmal Waffe wechseln, aber ich glaube, ich bin zufrieden mit der Ausstattung, die ich habe. Die einzige Ausstattung, die ich wirklich ändern wollen würde, wäre er ja. Aber, ja, hol mir den Kocher ran, oder? Obwohl, er schmeißt aber Granaten, das ist wirklich brauchbar. Granaten sind brauchbar. Nein, nein, das kann nicht sein. All das Trara für einen leeren Raum? Hier muss irgendwas versteckt sein. Machen Sie Ihr Pathfinder-Ding. Oh, Sie sind gut. Ach, das war noch gar nichts. Und es sieht bei mir so leicht aus. Da geht's ganz schön tief runter. Richtig tief. Der Luftdruck kann es nicht sein. Elektrostatik? Ah, Gravitation. Oh, du Idiotin, Peavy. Das hier ist der Vordereingang. Wir werden sehen. Hey! Ja, so schnell geht's. Und schon fliegt man nach unten. Ja. Gravitationsschacht. Ja, aber wohin bringt er uns? Ins Unbekannte, Ryder. Na, was haben wir denn hier? Sieht wie ein Bunker aus. Oder ein Gewölbe. Wie Sie es auch nennen. Die Steuerung für den Atmosphärenwandler könnte irgendwo hier unten sein. Finden wir es raus. Tja, willkommen. Alles hier könnte wichtig sein. Sehen wir uns gründlich um. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Viel Spaß euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.